Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Joyokuish Rebirth. Das ist ein FNAF-Fanmade-Spiel von einem Typen, also ein Typ macht das Ganze hier. Und zurzeit ist es leider in der Alpha, also in der Free Room Alpha. Das ist ein Alpha, wo man angucken kann, wie das Spiel allgemein jetzt so ist oder jetzt sein wird oder also zu gucken, wie das Spiel ist allgemein jetzt. Und zwar kann man hier verschiedene auswählen, also alle Charaktere von Fight Night Race natürlich. Also einmal hier den Freddy, Bonnie. Und warten, wie es ganz so geht jetzt. Bonnie. Und einmal Foxy. Also Chica kommt, glaube ich, nachher noch mit dem nächsten Update. Das Spiel hat schon richtig viele Updates gehabt. Wo noch, zuerst war natürlich immer Freddy, dann kam Bonnie und dann kam Foxy, glaube ich, dazu. Chica kommt, glaube ich, als nächstes. Auf jeden Fall, wenn ihr den Typen unterstützen wollt, könnt ihr natürlich den ein bisschen Geld in die Hand drücken, damit er das Spiel weiterentwickeln kann. Erst damit es ein bisschen schneller geht. Aber wie das Spiel jetzt ist. Das Spiel ist ja nur ein Alpha, ist das Spiel ja nicht richtig geil gemacht worden. Ich hoffe mal, das passt eigentlich mit dem Sound, weil das Spiel ist richtig laut. Und ich bin, glaube ich, richtig leise drin. Egal, tue ich mir ein bisschen lauter. Ich hab das schon mal aufgenommen, aber leider gab es ein, zwei Fehler. Und jetzt muss ich gleich das ganz normal vorne machen. Ich habe letztens, wo ich zuerst aufgenommen habe, habe ich mit Bonnie gespielt. Ich glaube, ich spiele es mit Chica. Ich spiele es mit Foxy. Bonnie habe ich schon gespielt. Okay, gehe ich mal play. Später gibt es natürlich einen Story-Mode. So einen Endless-Mode, wo man Sachen einsammelt. Drück mal auf Play. Also das Spiel müsst ihr eigentlich normalerweise kennen. Ich habe das Spiel übrigens von einmal von Corrupted und einmal von Holy LP. Das Spiel ist... Ich fand das Spiel cool, aber ich wollte selber mal ausprobieren, wie das Spiel ist. Die Ladezeit dauert noch ein bisschen gerade. Moment mal. Ich musste ganz kurz eine Pause machen, weil mein Bruder ist kurz durchgegangen. Okay, eins weiß ich. Bonnie springt dir sofort ins Gesicht. Nicht erschrecken. Ich weiß, ich muss Pause machen, da habe ich vergessen, also Pause, Aufnahmepause gemacht, habe ich, das Spiel ist weitergelaufen und dann habe ich mich nochmal erschrocken. Okay, mal hoffen, das wird jetzt nicht zu laut. Oh! Doch, es war laut. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Eins weiß ich, man muss davon abhauen. Und man muss Gegenstände sammeln. Okay, 887, 7. Oh Gott! Wie soll das denn jetzt gehen? Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Hey, wie soll man davon abhauen? Okay, ich laufe. Hä? Wie soll das gehen? Das ist ja genau vor mir, das Ding. Das verstehe ich gerade nicht. Vielleicht muss ich aufpassen, wo das ist. Was? Ist es jetzt weg? Nein, da ist es! Was? Das war bei Bonnie ja viel einfacher. Aber das Vorsicht ist ja gleich nebenan. Wie schnell muss man nicht das sein? Okay, ich laufe jetzt. Ich gucke ja. Ist ja. Nein, da kommt er schon. Ich verstehe gerade überhaupt nicht. Ich versuche einen anderen Weg zu laufen, weil ich laufe die ganze gleichen Weg. Okay, ich laufe hier lang. Nein, da kommt er schon. Ich glaube, ich habe schon so 20 Mal jetzt verkackt. Wie soll das gehen? Vielleicht muss ich leise sein. Ich gehe mal jetzt ganz ruhig. Foxy ist auch viel schneller als die anderen. Viel schneller. Oh Gott! Das verstehe ich immer auch nicht. 4 Minuten aufgenommen, glaube ich, ich bin schon 20 Mal gestorben. Und ich habe ja nicht mal geschafft, Sachen einzusammeln. Okay, weg. Nein, es hat mich schon. Es hat. Nein. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich hab eine Idee. Ich versuche mal jetzt rechts rum zu laufen. Nein! Oh Gott! Na, Fab ist echt öde, wenn es jetzt die ganze Zeit kommt. Okay, gut. Also, das kann vor mir spawnen, aber. Ah, da kommt es ja schon. Das verstehe ich nicht. Verstehe gerade überhaupt nicht.
muss jetzt die restliche Zeit damit verbringen, von Fox hier wegzurennen. Wow! Eins weiß ich, man merkt es ja. Man merkt es nicht sofort, ob es einen vor. Ob es vor einem steht, weil ich hab's gerade nicht gesehen. Okay, ich gehe hier lang. Nein, das hat mich schon. Verstehe ich immer noch nicht. Man hat aber auf jeden Fall mehr Zeit jetzt, alles einzusammeln. Vorher hatten wir nur 60 Sekunden. Ich glaube, ich versuche mir so von ihm abzuhauen, weil das zieht nur extrem das Video in die Länge, bis glaube ich, wenn ich für ihn abgehauen bin. Okay, ich habe geschafft, für ihn abzuhauen. Ich glaube, man muss das Licht auslassen zuerst. Sonst sieht er ja einen. Und die Augen leuchten auch nicht, wenn man den so nicht sieht. Okay, ich lasse mir das Licht jetzt mal aus. Licht aus und der bemerkt mich auch nicht sofort. Darf man jetzt ohne Taschenlampe spielen oder was? Okay. Da hat er mich schon wieder gefangen. Aber wenn ich die Taschenlampe jetzt mal auslassen würde, dann sieht er mich nicht sofort. Aber ich sehe auch so gut wie gar nichts gerade. Okay, ich habe ihn gesehen. Gott, das ist viel schwerer als ich dachte. Freddy und Bonnie ist ja gar nichts im Vergleich dagegen. Also wenn ich jetzt... Ich mach mal Licht an. Ich gehe ganz langsam von dem weg. Okay, doch nicht so ganz klappt, wie ich dachte. Ich wechsle mal ganz kurz zu Freddy, weil Freddy habe ich auch noch nie gespielt und gesehen. Weil Bonnie, Foxy ist gerade ein bisschen zu hart für mich. Bis gleich. First Floor, Ignited Freddy. Ich glaube, mit Freddy wird es doch ein bisschen einfacher sein. Weil Foxy, eigentlich müssen wir... Ich muss eigentlich zuerst Freddy, Bonnie und dann Foxy spielen. Und danach Chica, wenn Chica freigeschaltet wird. Man hat doch hier viel weniger Zeit. Maus? Wieso muss ich meine Dings gedrückt halten? Meine linke Maustaste, um zu umzugucken. Okay, halt ich halt gedrückt, ist mir egal. Okay, 40 Sekunden Zeit und 5 Gegenstände. Jetzt habe ich das Gegenstand. Ne, jetzt ausmachen. Das ist ganz schön hell, das Ganze hier. Was muss hier genau einsammeln? Ich hab Angst hier. Nee, das ist kein langer Flur, oder? Oh, da war der gerade. Ist das? Das? Nein, auch nicht. Hä? Ah, dann greife ich das, haben wir schon mal. Wir haben noch viel. Ah, 12 Sekunden haben wir noch. Okay, das ist eigentlich viel zu wenig. Noch ein Gegenstand. Okay, 5 Sekunden noch. 4, 3. Noch ein Gegenstand, irgendwo. Okay. Projected failed. Wie soll man in 60 Sekunden rausfinden, was man hier einsammeln muss? Da war der, glaube ich, gerade. Und wer das übrigens spielen will, man kann es auf Game Jolt kostenlos runterladen. Zurzeit. Die Groschen gerade neu. Ich schaue mich noch ein bisschen um hier. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anzugucken. Ich weiß. Die könnten wenigstens ein bisschen machen, damit man weiß, was man hier genau einsammeln muss. Aber ich habe echt keinen Plan hier. Das kann hier alles sein, was man einsammeln kann. Eine Kaffeetasse habe ich zum Beispiel eingesammelt, eine Mappe. Okay, ich mache es kurz nochmal. Bis gleich. First Floor Ignited Freddy, das kennen wir schon. Man hat auch so wenig Zeit dafür, das alles einzusammeln. Eine Minute ist, bei Foxy hat man ja über eine Minute Zeit. Hier haben wir gerade höchstens eine Minute. Wie soll das überhaupt gehen? Ich glaube, man muss sich erst ein bisschen erkunden, weil das ist ein bisschen viel schwerer als ich dachte. Okay, Foxy ist echt gar nicht im Vergleich, weil Foxy kommt gleich am Anfang. Okay, eine Minute Zeit. Was?
ich hatte vorhin eine Mappe oder sowas. Die sind immer random platziert, ist auch ziemlich schlecht. Da ist er schon. Auch weil der hat mich gehört. Der hat mich gesehen. Muss weg. Wo ist er? Nein. Boah Gott, ich sehe gar nichts hier. Okay, da ist er, ich gehe die andere Seite. Okay, der hat mich gehört. Der rennt mir glaube ich hinterher. Ja, der rennt mir hinterher, toll. Geh weg, Freddy. Du mach. Wie soll man eine Chance haben, wenn der die ganze Zeit hinterher rennt? Ach man, immer ist. Nein, Licht an. Hat er mich jetzt gehört oder was? Ich glaube, der hat mich gehört. Ja, der hat mich gehört. Nein! Okay, mein erster Eindruck vom Spiel ist, es ist extrem schwer. Hier überhaupt Sachen zusammen. Ich freue mich später auf den Story-Mode. Der wird sich richtig geil. Okay, einen Versuch noch. Wenn das jetzt nicht klappt. Okay, nein. Hier lang. Ah. Also eine Kaffeetasse wäre jetzt möglich, dass man jetzt einsammeln kann. Eine Tasche habe ich schon mal eingesammelt. Das klingt so auffällig. Ja, okay. Was leuchten die Sachen, wenn man die einsammeln muss? Weil das hat vorhin geleuchtet. Blau. Hm. Ist ja auch. Die habe ich vorhin. Es sind jetzt immer random platziert oder was? Oder nicht? Boah. Hm. Weil die Sachen, die vorhin da lagen, die habe ich ja schon mal eingesammelt. Und die sind ja nicht random platziert gerade. Let's rock. Oh. Oh, das war auch ein Gegenstand. Meinst du? Die sind so unauffällig gegen Schnelle. Ah, noch eins. Oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Ich muss noch ein einziges Objekt einsammeln. Und der ist mir gerade wieder auf dem. Da freue ich mich gerade wieder. Ich glaube, der lässt auch viel locker, viel früher ab als Bonnie oder sowas. Weil die jagen einen die ganze Zeit hinterher. Der hier nicht so. Was hat gerade so übelst grün geleuchtet? Ich rate noch ein bisschen, was man hier einsammeln kann. Ich gehe hier lang. Oder ist eine Sackgasse? Nö. Ich schätze mal, das wäre das Letzte, was ich einsammeln muss. Die Pflanze nicht. In mich in Theorie liebe die Krautpflanze, womit man sich heilt. Ein bisschen. Also mein erster Eindruck vom Spiel ist, es ist eine Alpha. Das ist klar. Also noch nicht ganz bugfrei oder allgemein hier alles. Weil der Typ entwickelt dann ja noch so ein bisschen das Spiel weiter. Später wird es sicher Geld kosten. Weil Alpha sind halt immer kostenlos. Zuerst. Ich freue mich, wenn die Beta rauskommt. Die Beta wird sich auch noch kostenlos sein. Das wird cool. Solche Spiele mag ich. Eigentlich mal ein FNAF-Spiel, was nicht so langweilig ist. Also die FNAF-Fanmade-Spiele gibt es echt tausend davon. Und ich glaube, das ist das erste, wo man sich frei bewegen kann. Und wo die Animatoren nicht so richtig geil aussehen. Ich glaube, ich lasse erstmal so, weil. Okay, ich lasse mich nochmal kurz töten. Komm zu mir. Okay, ich glaube, wenn ihr das Spiel spielen wollt, guckt in die Videobeschreibung rein. Oder sucht auf. Oder gibt einfach. The Joy Creation Reborn ein. Auf Google. Und dann wird da die Download-Version runter. Die Download-Version sein von GameJolt. Bin ich rausgegangen? Quit Form, ja, danke. Lass mal rausgehen. Danke. Auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel runterladen wollt und spielen wollt, wenn ihr euer PC da. Ich habe richtig Sprachfehler und muss richtig trocken. Richtig scheiße. Wenn ihr das Spiel spielen wollt und euer PC das überhaupt schafft, weil das Spiel braucht richtig heftige Grafikanforderungen, dann ladet euch das Spiel bei GameShot runter und bewertet das Spiel selber. Ich glaube, ich spiele später noch die anderen. Foxy habe ich schon mal gespielt. Das ist für mich ein bisschen zu schwer. Bonnie habe ich auch schon gespielt. Ich warte dann, bis Chica rauskommt. Und dann. Ich glaube, ich spiele es später ein paar Runden. Ah, bis später. Versuche das Spiel zu spielen.